Hi Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, ich hab was so nicht meine Art ist, mitten im Dialog. Katja macht und ein neues Let's Play. Und wir machen einfach mal an dieser Stelle ohne lange Reden und Pausen etc. einfach an dieser Stelle weiter. Du bist hier endlich hier und du wirst nicht wieder gehen, oder? Ich glaube, das habe ich im letzten Let's Play schon gesagt. Was soll's? Weinst du etwa, Seladen? Du hast doch gesagt, Mädchen sollen nicht immer weinen. Ist schon gut, kleines Mädchen. Manchmal muss man eben doch weinen. Er weiß wohl Bescheid. Geht es wieder gut? Ah, dir wieder gut, ja. Mensch, komm los! So, ich dachte, du liebst Maxim. Ja, das tue ich. Aha. Ich wurde in meiner Kindheit immer gehänselt, weil ich oft weinen musste. Maxim hat mir wie immer geholfen. Er hat einmal gesagt, dass man mich hänselt, weil ich weine. Also habe ich aufgehört zu weinen und keiner hänselte mich mehr. Seitdem ich nicht mehr geweint und hätte es auch nicht gekonnt, wenn ich es gewollt hätte. Hä? Was lese ich denn denn? Seitdem habe ich nicht mehr geweint und hätte es auch nicht gekonnt, wenn ich es gewollt hätte. So. Manchmal lese ich schlimmer als ein Dreijähriger. Vielleicht kann ich nie wieder weinen. Unsinn. Warum sagst du das? Wenn du einen richtigen Grund hast, wirst du auch du wieder weinen können. Maxim ist zwar ein netter Kerl, aber ihr beiden lebt in verschiedenen Welten. Das weißt du doch auch, oder? Ja, ich weiß das schon seit langem. Ich habe ihm Tom etwas Wichtiges erkannt. Ich liebe Maxim, aber nicht den Krieger in ihm. Nicht den Krieger? Ja, ich könnte mich mit ihm als Krieger nicht leben. Einen Krieger zu lieben heißt, lange Zeit auf ihn zu verzichten, wenn er in die Schlacht zieht. Selan könnte es sich erlauben, an ihn allein der Gedanke, dass Maxim im Kampf etwas zustößen könnte, bringt mich schon fast um. Ich bin nicht stark genug, um diesen Zustand ertragen zu können. Ich liebe ihn und deshalb werde ich ihm sicher nicht im Weg stehen. Willst du dich nicht einmal mehr von ihm verabschieden? Nein, wenn ich ihn jetzt noch einmal sehe, werde ich bestimmt losheulen. Irgendwann wirst du wieder weinen. Deine Tränen sind doch nicht für immer vertrocknet. Danke, du hast mir sehr geholfen. Ich fühle mich jetzt schon etwas besser. Ich bin zwar ein großer Krieger, kann aber auch ein großartiger Zuhörer sein. Ja, du hast recht. Richtig, richte Maxim bitte aus, dass ich sicher noch den richtigen Mann finden werde. Die Hochzeit. Ich glaube, Maxi hat noch nicht mal gerafft, dass... Naja. So. Nucci. Glückwunsch, Selan. Du siehst zauberhaft aus. Selan, wirst du wirklich heiraten? Natürlich. Hör auf zu heulen. Das ist der glücklichste Tag in ihrem Leben. Natürlich hat sie Maxi heiraten, wem sonst? Maxim ist erst seit einiger Zeit wieder hier. Die Hochzeit findet etwas überstürzt statt. Was ist mit deiner Freundin, Guy? Will sie dich nicht auch heiraten? Guy, überleg dir, was du jetzt sagst.
Ja, aber Frauen verstehen den Abenteuerdrang eines Mannes nicht. Krieger brauchen keine Frauen. Das hat sie natürlich gehört und er kann sich jetzt einiges anhören. Denkst du, das wird die von uns Frauen geil? Jesse, was machst du denn hier? Ich schaue mir die Hochzeit an. Ich kann aber auch jederzeit wieder gehen, wenn es dir nicht passt. Nein, nein, ich habe nur ein wenig Spaß gemacht. Du weißt doch, dass ich dich brauche. Ja, sicher. Und tschüss. Ach komm, Jesse. Ich habe doch nur einen kleinen Spaß gemacht. Das ist also ein richtiger Krieger? Ich glaube, so zeigt man, dass man sich mag. In deinem Hochzeitskleid siehst du wirklich zauberhaft aus. Danke, das ist lieb von dir. Komm mal an den Selan. Im Südflügel des Schlosses sind Dämonen eingedrungen. Wir brauchen dich. Also wirklich, siehst du denn nicht, dass wir hier eine Hochzeit feiern? Aber Selan, versteckst du denn nicht dein Schwert unter deinem Hochzeitskleid? Oh, du hast es also doch herausgefunden. Ich fühle mich einfach nicht wohl ohne Schwert. Du hast aber dein Schwert auch dabei, oder Maxim? Naja, es ist halt ein Teil von mir. Bitte, Kommandantin. Ich denke, ich muss. Was meinst du, Maxim? Die Hochzeit fehlt es ein wenig an dramatischen Momenten, oder? Ja, genau. Hey, Maxim, warte auf mich. Ich komme mit. Ich habe nichts anderes erwartet von dir, Kai. Maxim, Selan, ich gehe voraus und treffe euch später, okay? Warte, geil. Dann nehmen wir Selan, natürlich. Eigentlich dachte ich, dass mit dem Messer der Hochzeitskuchen eingeschnitten wird. So sind die beiden halt. Ich schaue mal, ob ich ihnen ein wenig helfen kann. Es ist ihr Hochzeitstag. Keine Sorge, mit diesem Monster werden sie spielen fertig. Solange kein Höllenfürst wie Gades auftaucht, dank Maxim, der sein Leben riskierte, um Gades zu bekämpfen, haben wir wieder Frieden. Ja, Maxim ist schon ein toller Bursche, das stimmt. Im Pulling. Hallo, da bin ich wieder. Hallo. Hier riecht es aber lecker. Ja, ich habe etwas ausprobiert. Ehrlich, was ist es? Ich habe einen Blob in Olivenöl frittiert. Wie will man Blob frittieren? Der ist auch flüssig, der geht doch auseinander. So, und du meinst, man kann das essen? Woher soll ich das denn wissen? Friss oder verhungere, denkt sie sich. Hast du es nicht probiert? Nein, denn du wirst es probieren. Ja, so hört man denn sonst einen Mann? Im Sommer. Es ist wirklich heiß. Ja, so ist der Sommer. Gehst du dieses Jahr ans Meer, Selan? Mal sehen, Maxim, gehen wir ans Meer? Ans Meer? Klingt gut. Selan hat einen neuen Badeanzug. Er besteht aus zwei Teilen und wenig Stoff. Zwei Teile, wenig Stoff? So etwas ist nur für junge Frauen. Ich werde wieder meinen alten Badeanzug tragen. So, wer hat sich schon gefreut? Ja. Ich gebe auf. Jetzt schon, wir haben doch optimale Trainingsbedingungen. Kannst du nicht noch ein wenig?
Jawohl, du bist stark wie immer, Selam. Ich habe aber seit meiner Hochzeit nicht mehr viel trainieren können. Stimmt's, Maxim? Wer rastet, der rostet, mein Schnuckelchen. Das wird ein bisschen peinlich. Du bist wahrscheinlich der einzige Mann, der stark genug ist, um eine Frau wie Selan zu heiraten. Selan ist fabelhaft. Sie besitzt alle Eigenschaften einer wahren Traumfrau. Danke, danke, du bist ein echter Schatz, Maxim. Hör auf, ich werde gleich rot. Wow, das nenne ich echte Schwertkunst. Die beiden geben ein tolles Paar ab. Winter! Nun sind wir schon seit fast einem Jahr verheiratet. Die Zeit fliegt nur so dahin. Ich weiß. Bist du glücklich, Selan? Aha. Liebst du mich noch? Das muss ich dir doch nicht erst sagen, oder? Doch? Du willst also wirklich, dass ich es sage? Ja, ich brauche das ab und zu. Selan, ich, Nucci. Es ist ein Junge, Selan. Der Storch war da. Oh, mein Baby. Selan. Schau, Maxim, es ist ein Junge und er sieht aus wie du. Das hast du gut gemacht. Geradezu perfekt. Oh ja. Wir müssen ihm einen Namen geben. Wie findest du Heros? Heros? Ja, das ist ein guter Name. Für solch ein Kind. Mir gefällt er auch sehr gut. Diesen Namen hast du ja auch du ausgesucht. Ja. Hallo, mein Ehemann. Wie geht es Heros? Er schläft tief und fest. Das habe ich mir gedacht. Es war hier so ruhig. Ja, die Ruhe tut gut. Du hast Probleme, ihn ins Bett zu bringen, oder? Du doch auch. Was war das für ein Geräusch? Das kam aus dem Kinderzimmer. Ich gehe nachsehen. Du bist Sidura. Ich habe dein Baby. Was machst du da? Befehle von oben. Wer hat dich beauftragt, so etwas zu tun? Doch nicht Gales, denn den haben wir besiegt. Nein, nicht Gales. Wer dann? Komm zum Leuchtturm im Norden und finde es heraus. Hoppla. Maxim, unser Baby. Ich weiß, wir müssen schleunig zum Nordleuchtturm gehen. So. Gleich müssten Guy und so endlich kommen. Ah ne, die kommen erst, wenn wir im Turm sind. Ich speichere ab, gehe zum Turm und dann war es auch wieder für dieses Let's Play. So, und es wird gespeichert. So. Oh, auf 53 ist der erst 7 Levels runter. Ich werde erstmal kein Training machen. Ich habe stark genug aufgelevelt. Von daher ist ein Training an dieser Stelle erstmal so nicht nötig. Und. Ah, los, komm schon. So, erstmal ausrüsten. Optimal.
Ah, den Todespanzer kann sie nicht tragen. So, Angriff hat sie eigentlich genug, wenn man das so nimmt. Ein bisschen Magie würde... Magieangriff würde ihren Schaden 205, 200... Naja, den Zombie-Ring. Leerstein. Ja, nehmen wir das. So, jetzt haben wir Selan erstmal ausgerüstet. Und gegen Symptom. Und dann war es das erstmal für dieses Let's Play. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns einfach mal beim nächsten Mal. Ganz fett reingehauen.